Weil das Problem ist ja, um das nochmal klar zu machen, hier mit dieser Privatsphäre. Und was Rechtsastermann klar ist, also Diana hat mich ja da gefragt, auch diesbezüglich, weil die Helga die Einstellung von dir hatte. Und dann habe ich zuerst einmal gesagt, die Schwierigkeit, egal was du denkst, du hast nicht verstanden, wenn du so denkst, dass du der Einzige bist, der den Traum erlebt. Das ist ein klare, diese Äußerungen sind ein klares Zeichen des Nichtverstandenseins von Holophilic. Du glaubst, dass irgendeine Figur in deinem Traum irgendwie beleidigt sein könnte, sich angegriffen fühlt und jetzt ist es für dich ein Akt von Liebe, dass man das denen ja nicht antun muss. Jetzt mache ich aber eine andere Seite, dass vielleicht viele, jetzt denke ich mir wieder welche aus, die du ja immer selbst bist, wenn du die Rollen spielst, die extrem dankbar sind und sowas als einen Augenöffner sehen, weil sie merken, Mensch, ich leide ja noch an demselben Problem. Wir haben ja immer zwei Seiten. Es sind ja nicht nur welche, die jetzt hier, zum Beispiel diese zwei, wir nennen das jetzt einfach mal Campo oder Romy, die eventuell hier beleidigt sind, weil die benutzt werden als Beispiel, sondern es sind ja auch viele, die sich in dem Beispiel selber sehen und ihnen dann letztendlich dadurch die Augen aufgehen. Das sind wieder die zwei Seiten. Das Spiel hier mit Rücksichtnahme ist, die Frage ist nicht, was du tust, sondern warum machst du es? Wenn du das reinstellst, um dich lächerlich zu machen über irgendwelche Idioten, die nichts begriffen haben, wie ich das nenne. Diese Idioten, die nichts begriffen haben, kriegen das nicht mit. Weil das eigentlich bloß Gedanken sind. Aber die Geistesfunktion hinter den Masken, die lernen an diesem Beispiel. Das sind die zwei Seiten. Aber jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Und dazu übertrage ich ganz kurz den Bildschirm. Worauf ich jetzt hinaus will, ist ganz einfach. Wir schauen uns jetzt einmal diese Privatsphäre an. Da ist immer das Privatus, die Privatbande. Diese Übersetzungen, dieses Privat im, ohne Beziehung zum Staat, als Privatmann. Interessant ist, dieses Private ist letztendlich, wenn du im Meer bist. Das heißt, dass du hier das Privat, dass du keine Beziehung mehr hast, was jetzt hier zum Staat ist, ich sage zu irgendeiner Sekte, zu irgendeiner Partei, zu irgendwas, was du offiziell nennst. Das ist Privatio, ist die Befreiung, die absolute Befreiheit von irgendwelchen Dogmen, von irgendwelchen Menschen, die dich manipulieren, die über dich herrschen wollen. Okay? Abgesondert vom Staat, abgesondert von irgendeiner Religion, abgesondert von irgendeiner Gruppe. Das bedeutet eigentlich dieses Privatus. Ein Privatmann sein. Und jetzt pass auf, jetzt schau mir, wir wissen, die Vorsilbe Pri heißt ja vorher, die brauche ich gar nicht eingehen. Pri ist vorher. Dieses Wort Vat von Privat kommt von Vater. Das ist der Prophet, der Weissager, du wirst jetzt dein eigener Seher, dein eigener Vates. Da kommt jetzt der Vatikanische Hügel, HGL. Das ist die Prophezeiung Vat Natio, siehst du das? Der Prophet, der Facinator, prophezeien, weissagen, jetzt kommst du in eine Art und Weise, dass sich das verwirklicht, was du selber dir prophezeist. Im Positiven wie im Negativen. Ja, sehr gut. Da kommt übrigens dann auch hier, wenn wir jetzt dort tiefer noch reingehen, ich will jetzt da die Unterformen nicht machen, was du feststellen, da steckt im Versteckten auch der Vater wieder, der Pater. Dieser innerste Punkt, aus dem alles entspringt. Das ist eigentlich hier, das kann ich wieder wegmachen, das ist es Privatmannsein. Pri, vorher. Dort, der Privatmann ist der, der sich selber seine Sachen prophezeit und nicht mehr in irgendeinem Klüngel, in einem Staat, in einer Offizio, in einer hindlichen Vorstellung ist von Religion, von weltlicher Auslegung, von Naturwissenschaft, egal was es ist. Es ist schlichtweg ein Privatmann, ist einer, der selber denkt und sich nicht das Denken vorschreiben lässt von irgendjemandem. Und die Privatsphäre, die Sphäre, die Sephira, ist schlichtweg und einfach deine eigene Traumwelt, die dich einhüllt. Und die erlebst bloß du. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt.
Und jetzt sind wir wieder beim Thema. Ja, das soll man nicht sagen, wenn die das hören, die kennen ja und es soll privat bleiben. Beileib, merkst du jetzt, dass das immer so viele Facetten, so viele Seiten hat? Dieses Private und Familiäre, es ist auch schon mehrfach vorgekommen, dass wenn diese Elling-Aufzeichnungen in den großen Verteiler gegangen sind, dass dann ganz merkwürdige Rückmeldungen und Belehrungen und ganz, ganz komische Geschichten passiert sind. Aber das ist genau das, was du auch gerade beschrieben hast mit diesem Privaten. Es Und das sind nur, es sind, wenn eine reagieren in dieser Art und Weise, ist es einfach nur ein Programm, das reagiert. Du wirst nämlich feststellen, dass diese KIs, das, was du hineininterpretierst in deine Figuren, es bleiben Kisten und es sind die Kisten, wie das sind KIs. Nimm mal einfach mal eine Deppenkatze. Du schaust dir jetzt Deppenkatzen an, wo du einen Laserpointer nimmst und dann gehst du mit dem Kätzchen, Kätzchen, das Spiel kann man ja, und die Katze springt dann diesen Ding nach, oder mir fällt jetzt gerade spontan, weil du die Marion so lang müsste, da sitzen vier, fünf Katzen und da läuft, die sitzen vor einem Fernseher und da läuft Tischtennis und dann wird die Kamera immer auf das Fernsehbild geblendet und dann wieder auf diese vier, fünf Katzen und die sind voll synchron im Kopf. Permanent fokussiert statt ein Laserpoint auf den Tischtennisball. Und dann sagst du, totale Deppenkatzen, aber ist das nicht im Prinzip, wenn du in den Zuschauerraum in einem, wir denken uns jetzt Wimbledon, ja. Dennis, ist es da nicht genauso? Und einmal mein schönes Beispiel, wo ich sage, und jetzt haben wir wieder zwei Hälften. Wir denken uns jetzt ein Fußballstadion und wir machen jetzt einfach die Situation, dass dieser Ball, hinter dem die alle wie die Deppen hinterherrennen, dass der Ball in den viereckigen Kasten in dieses Rechteck in das Tor geschossen wird. Und du wirst feststellen, dass je nachdem, eine Hälfte des Publikums springt auf und schreit Tor und im selben Moment sacken die andere Hälfte sackt in sich zusammen. Es ist das hier, das ist das Beispiel. Ja, okay, gut. Diese zwei Seiten, es gibt an Beispielen, mangelt es ja nicht. Und jetzt ist interessant, dass jetzt die Katze, ob die Gefühle hat, wo man die Tiere hineininterpretiert. Ich sage nochmal, es ist nichts und niemand, der in deinem Traum aufdacht, erfährt das, was du als träumender Geist erfährst. Du erlebst nur deine eigenen Informationen. Und da gehört zum Beispiel auch dazu, dass dir was auch immer einredet, dass irgendwelche Figuren in deinem Traum verspüren würden, dass die leiden, dass die Schmerzen haben, dass denen schlecht geht. Es sind deine Interpretationen von Bildern und Gedanken, die letztendlich nur du selbst erleben und erleiden kannst, weil den Traum spürt und erlebt nur der Geist, der träumt. Du erlebst deine Informationen, die jetzt da sind. Und jetzt könnte ich wieder sagen, der Holger wird jetzt viele Sachen, das Holger-Programm anders interpretieren, wenn du das Video jetzt in dir laufen hast. Da behaupte ich jetzt, dass das Holger-Programm auf dem Diana-Programm drauf ist, auf dem Reda-Programm ist jetzt dieses Filmchen drauf, das abläuft. Es wird die Diana komplett anders interpretieren wie ein Holger oder jetzt eventuell ein Cambo oder eine Romy mit ihrem Programm. Aber interessant ist, dass der es erlebt, der Geist ist immer derselbe Geist, es ist bloß ein anderes Wertesystem, wo er zum Denken benutzt. Damit ist alles gesagt. Sehr gut, Udo. Ja.